Ich kenne die Praxis schon, seit ich ein kleiner Junge war. Jetzt sehe ich sie allerdings doch mit anderen Augen. Als Kind war das Spielbereich und Wohn- und Wohnbereich. Und als Arzt für mich ist das heute hier Arbeitsbereich. Eigentlich wollte Stefan Saldit Internist werden, im Krankenhaus. Dort absolvierte er auch die ersten Jahre seiner Weiterbildung. Doch dann wurde er Vater und erinnerte sich an seine Kindheit auf dem Land. So zog es ihn und seine Familie von Berlin nach Gumtow in Brandenburg, von der Hauptstadtklinik in die Landpraxis. In die Landpraxis seines Vaters. Ausbilder und Vorbild mit hohen Erwartungen. Denn eines Tages will der Junior die Praxis übernehmen. Wir haben etwa so einen Pool von 4000 Patienten hier. Und sie übergeben die 4000 und sie möchten, dass das so weitergemacht wird. In guten Händen wissen, auf Deutsch. Und da ist man vielleicht ein bisschen härter. Seit gut anderthalb Jahren ist Stefan Saldit hier Arzt in Weiterbildung. Die Arbeit macht mir noch deutlich mehr Spaß als vorher. Es ist ein flexibles Arbeiten. Man kennt die Leute sehr gut. Da kommt mir natürlich zugute, dass ich hier auch aufgewachsen bin in der Region. Ruhiger kann ich nicht wirklich sagen. Die Arbeit ist nicht ruhiger, aber sie ist angenehmer. An manchen Tagen kommen an die 80 Patienten in die Praxis. Deutlich mehr als zu seinen Klinikzeiten. Man muss sich daran gewöhnen, dass man Entscheidungen sehr schnell zu treffen hat, binnen von 5 Minuten. Und das dient doch erstmal ein Umdenken in der Arbeitsweise. Wenn natürlich schwierige Sachen sind, kleinere chirurgische Eingriffe oder wirkliche Problemfälle besprochen werden müssen, dann muss man sich eben die Zeit nehmen. Das muss man dann aber eben im Tag einplanen. Das heißt, das muss woanders letztendlich gestrichen werden. Dr. Saldit Senior betreibt diese Praxis seit 32 Jahren. Nachwuchssorgen kennt er aber erst seit kurzem. 4 Hausarztkollegen in der unmittelbaren Region sind inzwischen in Rente gegangen, meist ohne Nachfolger. Am schönsten ist es immer, wenn mal alte Patienten wiederkommen und sagen, hallo, hier bin ich. Das ist so ein Stück Dank, was man mitbekommt. Und ich konnte hier vom Kleinkind bis zum Altersrentner alles behandeln. Deswegen habe ich das nie gedauert, hier eine Praxis so als Einzelkämpfer zu haben. Die war doch schon gestürzt, das ist doch schon gerönt worden. Nun kämpfen Vater und Sohn Seite an Seite. Erst einmal. Nach der Sprechstunde tauschen sie sich aus. Zeit, um dem Ausbilder Fragen zu stellen und um die Hausbesuche zu planen. Die stehen am Nachmittag an. Wir fahren bei uns noch sehr viele Hausbesuche. Das ist aber auch speziell unserem Kreis hier geschuldet. Wir sind ein wirklich ländlicher Bereich mit einem sehr großen Einzugsgebiet. Das ist ein sehr hoher Aufwand an Zeit, aber wir versuchen es immer noch im Sinne der Patienten aufrechtzuerhalten. Hausbesuche, Notrufdienste, Sprechstunden. Ein ganz anderer Takt als in den 6 Jahren Klinikalltag in Berlin. Sodass ich jetzt sagen muss, dass ich auf dem Land erstens viel mehr Freizeit habe und auch die Freizeit viel besser nutzen kann. Das ist letztendlich von der Lebensqualität deutlich mehr, als ich noch in Berlin hatte. So hat sich der erste Schritt hin zur Niederlassung schon gelohnt. Bis zum nächsten Mal. Was ich mir wünsche, wäre finanzielle Sicherheit. Und wenn das mal nicht so bleiben sollte, also nur zum Vergnügen, werde ich die Praxis definitiv nicht auf Dauer betreiben.